Thronfolge. Widerspruch ist nicht vernehmbar, wie ein von mir beseitigter Thronzeuge. Wie kann ich so werden wie du? Ich bin ja noch so ja unbosshaft. Das stimmt natürlich extrem. Ich habe die Boss-Transformation gemacht. Ich hatte ein Interview mit Kollega. Der Boss schlechthin, Kollega, hat sich Melissa mal unter den Arm genommen und hat ihr gezeigt, wie man so richtig zur Bossin wird. Ey Kollega, sag mal, wie ist denn das so? Ich würde gern so werden wie du. Wie werde ich das? Genau, immer schön den hier. Wie rede ich denn am besten? Ich muss immer sagen, Melissa, der Boss ist heute für euch da und du musst immer von oben herabkommen. Ja. Melissa, eure Bosshaftigkeit ist heute für euch wieder da, ihr kleinen Gauner. Weil sie gnädig gelaunt ist heute. Ja. Sie hat einfach heute sich so kurz 5 Minuten Zeit genommen. Muss ich natürlich immer von mir in der dritten Person sprechen? Also, Melissa, eure Hoheit möchte bitte gerne einen Kaffee. Fußvolk, bringt ihr Kaffee? Wie bestelle ich denn als Bossin einen Drink an der Bar? Erstmal, wenn der Kellner da steht zum Beispiel, darfst du ihn nicht angucken, du musst komplett in die entgegengesetzte Richtung gucken. Okay. Schnippst in seine Richtung und sagst, Bursche, bring Melissa dem Boss sofort einen Eiweißshake. Bursche, bring Melissa der Bossin sofort einen Eiweißshake. Immer in der dritten Person sprechen, zu diesem Fußvolk da draußen. Ansonsten, dadurch bin ich Boss transformiert. Und Melissa hat das vielleicht ein Müh zu wahrgenommen. Die ist schon so eine Gangsterbraut, so ein bisschen. Doch. Übermenschlich gut, ich bin super, Bruder. Wenn ein Bulle von. Also, ich glaube, Melissa wäre eine Frau, wo ich Angst hätte, sie nachts in der Gasse irgendwie zu treffen. Yeah, cool. Yo. Ich bin der Beste, doch wenn morgen Vögel zwitschern, bin ich down wie auf Kryptonit und werde nüchtern von allem Beschützern. Das ist ja sowieso die Lüge des Jahrtausends in diesem Laden hier, ne? Melissa und Hip-Hop. Also, ich sag mal, Stichwort Melissa und sie disst und rappt. Melissa hört im Leben privat keinen Hip-Hop. Pop, ne? Oder ist sie so Pop? Nee. Melissa liebt Metal. Ist lustig, nee, jetzt hassen mich alle, aber ich bin wirklich mehr so, ich höre sehr gerne Metal-Musik, also privat. Ich, wenn ich tanzen gehe, höre ich auch gerne elektronische Musik. Chivatos, Kriminalkos, gedacht, der Abrax-Stereotyp verwandelt sich bei Nacht. Wie Duck, Fing Duck, 2-1 Risiko, Loch, Röhre, so der Exotik, Kiwi-Obst. Meine Hose, Daltons, Knacki Blues, ab die Sud, schießt auf Lucky Lou. Wie im Kali, Schwarzenegger Arnold, ich bin hier. Das ist doch Respekt dafür. DJ Tomic wäre stolz auf sie. Wie im Kali, Schwarzenegger Arnold. Ich bin Hero, Born Last Action. Selbst Charles Bronson, Crockett und Tubbs haben keine Chancen und schieben Hass.